Tom Schelker. 2018, Herbst so, habe ich zum ersten Mal etwas gesehen von dieser Maschine. Eben etwas wird ganz Neues kommen aus den USA. Dann bin ich gewundert geworden, habe mich mit dem auseinandersetzen. 2019 dann bin ich 40 geworden. Das war so mein 40er-Geschenk, importiert aus den USA. Die Origin ist eine ganz spannende Maschine. Sie hat nicht eine typische Anwendung. Ganz bestimmte Sachen können erledigen, sondern die Fantasie ein bisschen gefragt vom Benutzer. Und halt auch immer wieder so ein bisschen die Überlegung, die man machen muss, hey, wie kann ich etwas schneller, rationeller fertigen. Man kann riesige Sachen machen, also man kann sie eigentlich an ganz vielen Orten einsetzen. Man kann sie mit auf den Bau nehmen, man kann dort am Parkettboden kann Steckdosen einlassen, man kann ein herzlich willkommen oder so für die Kundschaft oder einen Pfeil am Boden im Parkett einlassen. Sie hat auch einen Text, wo man gerade direkt auf der Maschine kann programmieren kann. Finger zinken gerade direkt ab der Maschine programmieren, ohne dass man muss am Computer hocken. Wenn es dann speziellere Schriftarten sollen sein sollen, komplexere Formen, oder eben, wenn man gerade die Sachen, die man im CAD schon gezeichnet hat, übernehmen, dann muss man zum Beispiel mit dem Online-Tool von der Shaper Tools selber arbeiten, mit dem Shaper Studio. Da kann man die Sachen gerade direkt hier reinladen. Dort hat es einen riesigen Vorteil. Man kann dann gerade die Tiefen, die man fräsen will, Abstände allenfalls, die innen an der Linie, aussen an der Linie, wie man die Taschen fräsen, all diese Sachen kann man dann dort schon hinterlegen, sehr intuitiv aufbauen. Eigentlich ähnlich wie ein Smartphone vom Bedienen her.